Dieses großartigen Staates wissen, dass ich niemals vor einem Kampf zurückschrecke. Mein Gegner kritisiert, dass ich schon immer ein Gamer bin. Was er nicht zugeben will, ist, dass Gaming nachweislich die Führungsqualitäten fördert, strategisches Denken und die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Wenn Sie mich also nicht da draußen sehen, dann nur, weil ich hier drin bin und hart für Sie arbeite. Ich bin Eugene Delacroix Humperdinck Espinosa und ich game nicht für mich, ich game für Sie. Transcend Humanity with Omen. Hallo und herzlich willkommen heute zum Aftertalk mit dem Academy-Team, welches gestern, nachdem sie gegen Fnatic leider reingeschissen haben, tut mir leid, dass ich das so sage, sich trotzdem direkt qualifiziert hat für Kiew. Für die, die es nicht wissen, in der letzten Season haben wir Fnatic daran gehindert, auf die Playoffs zu kommen. Das heißt, sie haben eine extra Motivation gehabt, dieses Mal uns daran zu hindern. Aber hat nicht gereicht, weil unsere schwedischen Freunde von den Young Ninjas haben es tatsächlich geschafft, Navi runterzuringen. Und da wir den direkten Vergleich gegen Navi gewonnen haben, sind wir in Kiew. Und deswegen auch schon mal herzlichen Glückwunsch an Karim und Finn. Finn ist unser Teammanager, Karim der Team-Captain von unserem neu aufgestellten Academy-Team. Wir sehen danach auch noch die anderen Spieler. Und ich würde sagen, wir machen heute gar nicht so viel Blabla, sondern gehen direkt auf die Fragen. Aber ihr dürft euch natürlich auch erstmal kurz vorstellen, ihr beiden. Ja, erstmal vielen Dank, Lenz. Wie du schon gesagt hast, gestern war ein sehr emotionsvoller Tag. Natürlich hat man mit diesem 0-2 nicht gerechnet. Wir haben uns eigentlich auch sehr gut vorbereitet. Aber am Ende kam es, wie es kam, und haben dann natürlich alle zusammen hier mitgefiebert für NIP. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Karim Krimbo Musa, der Team-Captain bzw. Ingame-Leader von dem Big Om Academy Team. Ja, genau. Danke, dass wir erstmal hier sein dürfen. Ich bin Finn, der Teammanager von den Academy Jungs. Ich denke, wir haben, auch wenn wir gestern leider verloren haben und es ein sehr knappes Match war, welches wir eigentlich hätten entscheiden können vielleicht, dennoch die Saison sehr gut gespielt, die Gruppe jetzt mit dem ersten Platz beendet und sind sehr positiv gestimmt auf unsere erste LAN als Team.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal in die Fragen rein. Und zwar wurde vermehrt gefragt, unter anderem von Paddy und von Jan Filz auf Instagram, wieso wurde so viel gewechselt? Von dem letzten Team ist nur noch Aqua da. Was waren die Gründe dafür gewesen? Ist das ein Leistungsfaktor der ausschlaggebend gewesen oder waren das andere Gründe gewesen? Vielleicht wäre es sogar besser, wenn Finn die Frage beantwortet. Also, ich denke, ein großer gravierender Punkt war letzte Saison noch, dass Nick Say unter anderem noch in seiner Ausbildung war. Das Team hätte an für sich schon Fulltime spielen können und es war ein sehr belastender Faktor für das Team. Nicht, weil er die Ausbildung gemacht hat, aber für ihn war das auch selber sehr anstrengend, da er den ganzen Tag gearbeitet hat, dann sehr spät nach Hause kam, sehr wenig Zeit hatte, um sich auszuruhen oder auch mal was zu essen und dann das Team auch schon direkt ins Training gegangen ist oder in Officials. Ich denke, wir konnten jetzt mit den Neuverpflichtungen von Karim, Matze, also Hyped und Elias Sinn, sehr gute junge Talente bei uns picken und man konnte auch jetzt schon sehen, dass das Team jetzt, wo wir Fulltime spielen und die Jungs auch hier schon für die Gruppenphase bei uns in Berlin im Büro hatten, sehr gut performen konnten, sehr viel als Team trainieren konnten und ich denke, das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ja, dazu vielleicht auch ergänzend von Frankfurter Typ auf Twitter. Krimbo war ja an die bisherigen Teams Etex-Kovane ausgeliehen gewesen. Lief das alles so wie geplant, dass er jetzt mit entsprechender Erfahrung zurück zur Academy kommt? Bevor Karim das beantwortet, kann ich einfach kurz sagen, es war unser Ziel, weil wir haben schon sehr früh das Talent von Karim erkannt und deswegen wollten wir ihn auch langfristig für uns sichern. Und wir sehen ihn definitiv auch. Wann ist egal, aber wir sehen ihn definitiv auch bei Big im Main Team zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da war es natürlich wichtig, dass er auf dem höchsten Niveau, und das war noch bevor die Academy Liga bekannt wurde, Erfahrung sammeln kann und auch lernt. Die meisten wissen das. Crystal hatte damals kurzzeitig als Academy Coach ausgeholfen. Deswegen kannte er Karim schon ganz gut. Und da war ich sehr froh, dass ich ihm quasi Karim an die Hand geben konnte. Ich denke, er hat da sehr viel gelernt. Und als wir dann jetzt wussten, dass wir die Academy-Liga quasi frei gestalten können, was unser Lineup betrifft, haben wir uns dann auch dazu entschieden, Karim zurückzuholen und ihm als neuen Team-Captain die Auswahl der Spieler zu überlassen. Das ist dann natürlich auch ein Grund, warum es so viele Wechsel gibt, weil unser Fokus natürlich hier auch ganz klar mit auf Karims Entwicklung liegt und er sich diese Stücke, das war ein großer Unterschied zu Nico, also zu Aqua, der kurzfristig als IGL übernommen hatte, wollten wir Karim hier die Chance geben, sich die Positionen und Spieler so zusammenzustellen, wie das für sein System und seine Vorstellung passt. Und ansonsten, Karim, kannst du vielleicht noch mal kurz einen Mini-Rückblick aufs letzte Jahr geben, was du so mitgenommen hast von Kevin und den anderen? Also, ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt von Kevin, auch von Robin und auch Stefan zum Teil. Es ist ein wirklich sehr riesen Unterschied. Das, wo ich, sag ich mal, mit dem Wissen, mit dem ich jetzt in 2022 gestartet bin und das ich Anfang 2020 im Big Academy Team hatte. Kevin hat mir einfach generell sehr viel als Spieler. Ingame-technisch, wenn ich mal eine Demo gucken wollte oder mal richtig verstehen wollte, okay, wie guckt man denn jetzt wirklich sehr gut eine Demo, auf welche kleinen Faktoren muss ich achten, hat er mir da immer weitergeholfen. Dafür bin ich auch ihm sehr dankbar. Ja, zu der Frage nochmal zurück, würde ich sagen, es war jetzt nicht die ganze Zeit geplant, was du schon gesagt hast. Es war halt schon, sag ich mal, das Ziel. Aber es war nicht jetzt die ganze Zeit, okay, er ist jetzt hier und dann kommt er auf jeden Fall zurück. Es hat sich dann einfach Ende des Jahres so ergeben. Ich habe sehr viel von Kevin gelernt und ich hatte auch dann sehr viel Bock auf dieses Projekt und sehe mich da auf jeden Fall auch in dieser Rolle, die ihr mir angeboten habt, diesen Team Captain Ingame Leader. Und ja, dann ist es halt so gekommen jetzt. Wie habt ihr gestern nach der Niederlage gegen Fnatic Rising so das Spiel von NiP gegen Navi gesehen? Habt ihr euch das alle zusammen angeguckt? Ja, alle. Also ich glaube, jeder, der hier im Büro gestern Abend noch war, hat mit uns das Spiel geguckt. Und ja, es war natürlich war sehr cool, als Snip dann gewonnen habt und wir uns alle freuen konnten. Sehr gut. Gab natürlich keinen Alkohol, weil Nachwuchsteam, da sind wir sehr professionell und Ja, auf die jeden Feier Fall. ist sehr klein ausgefallen wegen Corona. Muss man nochmal an der Stelle ganz zwingend sagen.
Bevor wir mit den Fragen weitermachen, gibt es für euch natürlich heute auch was zu gewinnen. Und zwar, es wurde schon öfters gefragt, gibt es das Academy-Trikot zu kaufen? Wir wissen es noch nicht. Wir müssen schauen, ob das umsetzbar ist, weil das eigentlich eine sehr spezielle Anfertigung für die Jungs ist. Trotzdem, um diesen tollen Erfolg von gestern zu feiern, haben wir uns entschieden, ein Academy-Trikot abzugeben. Ist Größe 2XL vom ganzen Team unterschrieben. Vielleicht kann Finn das mal in die Kamera halten. Da kommt es reingeflogen. Gut gefangen, falsch rum aufgehängt. Sehr gut. Dieses schöne Stück könnt ihr heute gewinnen mit Ausrufezeichen oben in den Chat. Und das werden wir am Ende des Streams dann verlosen. Also ihr könnt jetzt schon fleißig reinhauen. Und jeder, der jetzt reingehauen hat, kann am Ende natürlich das Trikot gewinnen. Oder beziehungsweise hat eine Chance, das Trikot zu gewinnen. So, machen wir mit den Fragen weiter. Diesmal sehr speziell an Finn von Munich. Auch ein sehr langer und treuer Big Supporter. Wie sieht Finns Arbeit in dem Academy-Projekt aus? Wie intensiv ist sein Job und was muss er dafür einsetzen, um alles zu organisieren? Also zuallererst mal, ja, ich kümmere mich hauptsächlich um das Academy-Roster. Ich mache hier, wenn ich in Berlin vor Ort bin, auch noch sehr viele andere Tätigkeiten, unterstütze sehr viel. In erster Linie betreue ich die Jungs, sprich, wenn die irgendwelche Bedürfnisse haben, sei es jetzt vor Ort in Berlin, wenn wir hier alle gemeinsam sind, oder auch von zu Hause aus, wenn auch die Jungs zu Hause sind und irgendwas benötigen, wird das meinerseits organisiert, sei es jetzt Peripherie oder ähnliches. Und des Weiteren bin ich die Schnittstelle seitens BIG oder des Teams natürlich auch zu den Ligen oder den Veranstaltern, sei es jetzt zum Beispiel WePlay, wo Dokumente oder Lizenzen ausgefüllt werden müssen oder die Anreise geplant werden muss, sei es fürs Bootcamp oder auch dann die Events vor Ort natürlich und auch für die ESL unter anderem. Genau. Klar. Dann eine weitere Frage, vielleicht kann Finn die auch gerade übernehmen. Wann kann man die nächsten Spiele von uns erwarten? Wo kann man sie sehen? Gibt es da schon Announcements oder sehen wir uns tatsächlich erst wieder auf dem Server, wenn wir in Kiew sind? Kiew wird Anfang Mitte Februar sein. Vorher haben wir aber nächste Woche schon direkt was Anfang der Woche. Das kann ich, glaube ich, noch nicht announcen. Wird aber HLTV-covered sein. Ist auch ein Invite-Event. Des Weiteren startet nächste Woche Donnerstag bereits für uns die ESL-Meisterschaft in der Gruppe B, wo wir auch sehr starke Teams mit uns haben, unter anderem Sprout und Kovana. Da wird es für uns am Donnerstag um 21.30 Uhr gegen Ryzen losgehen und die Woche auch am Samstag, ganz wichtig, der Omen Hunt über Faceit. Da gibt es viel zu gewinnen diesmal, ne? Genau, 3.000 Euro Preisgeld müssten es sein. Also da auf jeden Fall mitmachen, es wird sich lohnen. Sehr gut. Karim, wenn du jetzt mal so auf die letzten Wochen zurückblickst, ihr wart vor Weihnachten im Bootcamp gewesen, seid nach Weihnachten direkt wieder ins Bootcamp gekommen. Was hast du so von dieser Zeit des Teambondings und Teamtrainings so mitgenommen und wer von BIG hat euch alles so begleitet? Was ist so positiv bei dir aufgestoßen oder war es dir vielleicht am gewissen Punkt auch zu viel gewesen? Also in den letzten Wochen, sag ich mal, wir sind ja vor Weihnachten angereist, wie du schon gesagt hattest, haben wir erstmal generell uns kennengelernt, sag ich mal. Ich habe zum Beispiel noch nie was mit Nico, also Aqua, zu tun gehabt und mit Hyped auch vor ein paar Jahren, aber sonst auch relativ wenig. David und Prosus und Sinn kenne ich ja schon. Und wir sind auch als Team auf jeden Fall sehr zusammengewachsen. Wir haben uns sehr, sehr, sehr viel verbessert. Also wenn wir von dem Zeitpunkt aus jetzt auf die erste Trainingswoche zurückblicken. Also das ist eigentlich katastrophal, was damals dann passiert ist. Wir haben halt, das unter anderem kommt halt dadurch, dass wir halt wirklich sehr viel mit Tapsen geredet haben. Er uns auch immer seine Hilfe angeboten hat. Es ist nicht so, dass wir ihn immer aussaugen. Er bietet sich auch uns immer an. Und sonst, was hattest du als zweites gesagt? Ob das so ist, wie du das eigentlich gern hättest oder ob dieses ganze Drumherum zu viel war. So, ich meine, im Endeffekt musstest du ja jetzt mit deinem Team nur quasi auf das Gaming an sich schauen. Den Rest habt ihr komplett von uns gestellt bekommen. Wärst du gern lieber so ein bisschen eigenständiger gewesen oder bist du auch der Meinung, dass euch das geholfen hat, euch so zu konzentrieren, dass ihr jetzt auch diesen Achtungserfolg erreichen könnt? Eigentlich
bin ich sehr zufrieden, dass ich hier sein darf und generell, was hier alles für uns macht. Zum Beispiel, egal, was Finn eben schon gesagt hatte, wenn wir es brauchen, können wir Finn kontaktieren oder es gibt noch andere Leute hier. Zum Beispiel Benny ist ein absolutes Arbeitstier. Wenn ich irgendwie, letztens brauchte ich mal Augentropfen, da ich ein paar Probleme mit meinen Augen hatte, hatte ich am Abend direkt wieder. Und das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel geholfen, dass wir uns unter anderem halt auch für Kiew qualifiziert haben und auch als Team, sage ich mal, uns jetzt so verbessert haben die letzten Wochen. Ich hatte ja auch schon einen Tweet darüber gemacht, dass ich sowas wirklich sehr, sehr, sehr schätze. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben, also das habe ich auch einen Tweet geschrieben und es ist wirklich sehr schön, hier zu sein. Freut mich natürlich zu hören und wahrscheinlich auch alle anderen. Wir machen noch zwei, interessante Fragen für dich, die du teilweise ernst oder nicht ernst beantworten kannst. Wichtige Frage, angeblich hast du ein Kissen verbrannt von Exi. Wirst du das jemals ersetzen? Warte, da habe ich was vorbereitet. Ich kann mich daran erinnern, er hat damals bei mir gewohnt, in Kassel. Und da hat er mich eingeladen, dass wir doch mal abends zusammen Shisha rauchen. Ja, und dann ist sein... Wie nennt man das? Sein Kohleanzünder ist halt aus seinem Kissen gefallen, weil es irgendwie sein Kabel unter meinem Fuß verheddert war. Aber ich habe eben nachgeguckt, ich weiß nicht, erkennt man das? Ich habe ihm am 9. Mai 2018 habe ich ihm das Geld schon dafür überwiesen. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht, dass er sowas sagt. Also entweder schlechtes Bankmanagement oder enttäuscht, dass er nicht selber den Sprung in die Academy-Liga geschafft hat als Gruppensieger. Aber ich glaube, er ist auch schon zu alt. Trotzdem natürlich als Meme-Lord für die deutsche Szene zumindest unterhaltsam. Ja, nennen wir es mal auf so. Auf jeden Fall. Grüße auf jeden Fall an der Stelle an Exi, der ja auch ein paar Mal hat durchblicken lassen, dass er ein kleiner Big Academy-Fan ist. Wenn es nicht getrollt war und wenn es getrollt war, ist mir auch egal. Dann letzte Frage für dich, Karim. Ja. Und zwar von Saga auf Twitter. Er hat gehört, also viele Leute hören sehr viel, das ist immer interessant, dass du bei Sprout als Faven-Ersatz gehandelt wurdest. War da was dran? Das würde ich auch gern wissen. Also nicht wirklich. Sag ich mal, ich hatte einen ganz kurzen Kontakt zu Sprout, wo sie mich nach meiner vertraglichen Situation gefragt haben. Und dann meinte ich halt, dass ich bei Kovana nur ausgeliehen bin und eigentlich bei Big noch unter Vertrag bin. Ja, und dann wurde der Kontakt auch wieder abgebrochen. So schnell kann es gehen. Dann vielleicht auch, gucken wir nochmal, nicht, dass ich jemanden vergessen habe. Das ist jetzt nicht unbedingt für euch. Ein bisschen aufteilen, haben wir hier noch was spezifisch zu Karim oder zu Finn. Ja, vielleicht hier noch eine kurze Frage von AJ, der auch euch schon länger begleitet und hoffentlich auch irgendwann mal bald anstatt euch spielt. Leider hat er noch einen sehr langen Weg vor sich, was das Warten betrifft. Finn, sprich mal euch in Kiew schon mit dem Vornamen an. Wenn ihr so oft da wart. Ich meine, wir haben 100% Quali-Quote. Im dritten Event sind wir das dritte Mal in Kiew. Das ist schon ordentlich. Das stimmt, das ist sehr gut. Nein, tut man nicht. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall zwecks Replay. Ich glaube, das werden gerade auch jetzt unsere drei Neuzugänge merken, die Production in Kiew bei WePlay ist erste Sahne, ist wirklich sehr gut, die Leute kümmern sich um einen, wenn man dort auch was benötigt, sind die immer zur Stelle und ich kann jetzt für die letzten zwei Seasons sprechen, wir hatten einen Player-Manager, den guten Ivan, das war schon ein sehr guter und wir hoffen mal, dass wir den jetzt die nächste Season dann auch noch vor Ort haben werden. Sehr gut. Dann von mir erstmal ein Dankeschön an euch beide. Wir werden euch jetzt ersetzen und Finn, nicht Finn, sondern Phil wird einen kleinen Werbeclip für euch einspielen. Nachdem seht ihr dann zwei neue Gesichter. Also bis gleich. Danke. Dann brauchen Sie die bestmögliche Behandlung. Unsere Chirurgen in der Mount Omen Klinik sind führend auf ihrem Gebiet, denn sie sind alle Gamer. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sie eine bessere Augen-Hand-Koordination haben, sich besser konzentrieren können und bessere Ergebnisse erzielen. Lasst uns das Ding gang. Die Zukunft der invasiven Chirurgie ist da und sie sind in besten Händen, in Gamer-Händen. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.
Ganz schneller Wechsel und zwei neue und frische Gesichter. Herzlich willkommen Nico und herzlich willkommen Marcel. Glückwunsch auch nochmal von mir. Nico, nicht zu der Frisur, aber zu eurer Leistung auf jeden Fall. Wie habt ihr so gestern Abend aufgefasst? Wahrscheinlich so erstmal so ein bisschen frustriert oder down, dass ihr, ihr hattet selber in der Hand, die Chance habt erstmal liegen lassen und dann haben am Ende die Robbie Bubble Kinder Sektkorken geknallt, seid ehrlich. Also erstmal moin und danke für die nette Begrüßung. Nicht zu der den Kommentar zu meinen Haaren. Aber ja, wie du schon meintest, auf jeden Fall war gestern Abend erstmal sehr viel Frust da nachfallen, nachdem wir das 0-2 gegen Fnatic Rising kassiert haben. Wir waren eigentlich besonders durch die Vorbereitung relativ confident, dass wir auf jeden Fall mindestens eine Map gegen sie holen werden. Ist dann am Ende nun mal eben nicht so ausgegangen. Vor allem dachten wir nach dem Game auch erst, dass wir gar nicht mehr Erster werden könnten. Also direkt ohne einen Tiebreaker zum Beispiel. Haben dann ein paar Minuten später erst mitbekommen, okay, wenn Young Ninjas 2-0 gewinnt, sind wir doch noch Erster. Haben uns dann relativ schnell auch zum Fernseher begeben und das Spiel mitgefiebert. Vor allem ich auf der zweiten Map, so am Ende, wo es sehr knapp war, auch mit Overtime. Bin die ganze Zeit wie ein wild gewordener hin und her gesprungen. Und es war gefühlt... Ich war gefühlt nervöser, als ich in dem Spiel gegen Fnatic Rising war. Aber umso glücklicher für uns, dass es dann doch noch gereicht hat. Ja, und umso mehr wollen wir dann auch zeigen, dann, wenn es dann nach Kiew geht, dass wir da keine Hilfe von anderen Teams brauchen, um weiterzukommen, sondern halt aus eigener Kraft eben diesmal nicht nur den vierten Platz belegen werden. Wie war es für dich gewesen, Marcel? Oder Matze? Matze wahrscheinlich. Ja, war ähnlich. War ähnlich, auf jeden Fall. Wir waren sehr gut am Boden kurz nach dem Fnatic-Spiel. War ziemlich schwierig für uns alle, vor allem, weil wir uns eigentlich wirklich sehr gut darauf vorbereitet hatten und eigentlich auch genau wussten, was passieren wird. Aber es kommt halt eh immer wie anders als gedacht und ja, war dann halt, ist halt blöd. Ich dachte auch eigentlich, wie Nico gerade eben schon sagte, dass wir erstmal auf jeden Fall nicht direkt nach Kiew fahren können, dass diese Möglichkeit nicht besteht. Und ja, dann, wie ihr gerade meinte, wir haben uns direkt vor den Fernseher gesetzt, alle zusammen, haben das Spiel geguckt. Und so war quasi der Abend dann für uns. Dann hat er ja noch ein positives Ende gehabt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie ist so für dich der Wechsel gewesen, jetzt etwas mehr ins Rampenlicht? Also erst in der Meisterschaft hast du ja schon quasi Fuß gefasst, 99 Damage Liga. Jetzt hast du auf einmal eine Situation, wo du sehr viel im Fokus bist, mit Webcam spielen, vor sehr vielen Zuschauern spielen und auch von wirklich Top-Analysten und Experten quasi über eine ganze Saison begleitet zu werden. Hat das irgendwie eine besondere Drucksituation für dich oder bist du damit ganz gut klargekommen? Nee, es war schon generell eine Umstellung für mich, würde ich sagen. Ich habe es auch gemerkt, so ein bisschen an mir selber, an meinem Spiel. Aber ich habe jetzt vor allem jetzt in der Gruppenphase, habe ich, glaube ich, sehr viel Erfahrung sammeln können. Nicht nur teamtechnisch, sondern auch halt von dem Ganzen, was gerade schon meintest, mit den Zuschauern und mit dem allen drumherum so. Und ich denke, dass ich daraus gestärkt vorgehen werde. Aber generell war es sonst eigentlich okay. War jetzt nicht, dass ich mich besonders schlecht gefühlt habe oder so. War einfach nur eine Umstellung. Alles gut. Dann einmal kurz zu Nico rüber, bitte. Hier wurde schon nach dem Armsleeve gefragt, den du gestern getragen hast und wahrscheinlich auch in den anderen Spielen. Kannst du ein kurzes Feedback dazu geben, ob es ein geiles Produkt ist? Weil in den Shop kommt er wahrscheinlich. Ja, also ich spiele den natürlich nicht nur ohne Grund. Wenn er mir nicht gefallen würde, würde ich ihn auch wahrscheinlich nicht spielen. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Armsleeve. Liegt auch ganz gut bei mir um den Arm. Ich mag es zum Beispiel, wenn ein Armsleeve ein bisschen enger dran ist und nicht so lose ist. Deswegen passt er für mich ganz gut, weil er ein bisschen enger anliegt. Und umso mehr auch am Mauspad, wenn es irgendwie mal hektisch wurde oder ähnliches. Bin ich jetzt nicht irgendwie mit schwitzigen Händen oder schwitzigen Armen kleben geblieben. Also ist auf jeden Fall ein gutes Produkt und kann ich nur jedem empfehlen, wenn jemand mal auch Armsleeve benutzt, ihn auf jeden Fall mal auszutesten, wenn er dann in dem Shop kommen wird. Hoffentlich bald. Wichtige Frage von Lukas Goslow auf Instagram. Seid ihr aktuell das beste Nachwuchsteam, welches es gibt, wenn du jetzt so mal in die Szene reinschaust, inklusive aller Academy League Teams? Aktuell würde ich das noch verneinen, aber ich würde auf jeden Fall zukunftsorientiert sagen, dass dies sich ändern werden kann. Ich sehe bei uns im Team eine Menge Potenzial, vor allem halt, wenn man jetzt in einem halben Jahr weiterschaut. Ich meine, wir haben uns jetzt schon in wenigen Wochen sehr rapide weiterentwickelt und wenn wir diesen Progress weiter voranbringen und nicht irgendwann stagnieren, dann denke ich auf jeden Fall, dass eben wir das irgendwann werden können. Momentan würde ich diesen Titel aber trotzdem noch dem Mouse NXT Lineup geben.
da die sind einfach momentan, sie haben nicht ohne Grund zweimal die Replay-Season gewonnen, sie haben nicht ohne Grund viele Spieler, die auch spekuliert wurden, ob sie potenziell ins Maus-Main-Team kommen werden oder mit Torsi eben sogar schon ins Main-Team gekommen sind. Mit MHL haben sie jetzt auch einen Ersatz für Torsi gefunden, der keineswegs schlechter ist. Er hat vielleicht einen etwas anderen Playstyle als ihm, worauf sie sich umstellen mussten am Anfang, aber nach ein, zwei Games hat man direkt gemerkt, dass das auch Früchte trägt, er spielt auch überragend. Also aktuell ist auf jeden Fall Maus NXT das beste Nachwuchsteam, aber wie schon gesagt, denke ich, dass wir diesen Titel auf jeden Fall in Zukunft für uns auch beanspruchen können. Erwartest du, dass Maus heute Abend den Gruppensieg klar macht oder ist er vielleicht sogar schon klar? Ich muss einmal gucken. Er ist noch nicht klar, aber ich erwarte... Also alles andere wäre für mich eine sehr große Überraschung. Aber ich habe auch erwartet, dass wir Maps gegen Fnatic Rising holen. Haben wir letztlich nicht, also alles kann passieren. Es kann immer anders kommen, als man sich das wünscht. Frage an Marcel von Memeboy auf Instagram. Wie ist so das Gefühl, als Team direkt den Gruppensieg geholt zu haben? Auch mit dem ganzen, ihr habt jetzt ein Bootcamp gehabt, habt aus dem Bootcamp rausgespielt, habt unheimlich hart auf diese Spiele, die ihr jetzt in der Gruppe hattet, hingearbeitet. Habt ihr, auch wenn ihr gegen Fnatic verloren habt, am Ende so gesagt, okay, wir sind verdient weitergekommen oder wart ihr mit dem Erreichten nicht so zufrieden? Doch, auf jeden Fall. Ich meine, das Spiel gegen Fnatic am Ende war schade, auf jeden Fall, dass es da nur zwei gibt, aber im Endeffekt, wir haben trotzdem eine sehr gute Season gespielt, würde ich sagen. Nico meinte ja gerade eben schon, wir haben uns sehr krass weiterentwickelt, jeder Einzelne von uns. Und deswegen, nach einer Stunde oder so, haben wir dann auch eingesehen, okay, David, also Prosus, war auch ein großer Faktor, der meinte, dass wir uns trotzdem freuen sollen, weil wir trotzdem sehr gute Season gespielt haben und das sehe ich jetzt heute auch so. Es war dann schade, dass wir 2-0 gegen Fnatic verloren haben, klar, aber overall würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht, fast. Sehr gut. Dann, wer auch immer das beantworten möchte, schauen, wo ist die Frage hier. Wie läuft so ein Typ, also Saga fragt auf Twitter, wie läuft so ein typischer Tag für euch gemeinsam ab, so als Team? So vielleicht einmal kurz den Tagesablauf durchgehen, was ihr so in den letzten Wochen gemacht habt. Bitte, also, kleine Warnung, bitte sagt nicht, dass ihr erst um 14 Uhr aufgestanden seid. Nein, aber so ein typischer Trainingstag, denke ich mal, möchte er wissen, ist so, zeitlang war es so, dass wir um 11 Uhr angefangen haben und dann unser letztes Spiel um 19 Uhr war. Jetzt gerade war es so, dass vor allem durch die Replay-Spiele und so, dass wir ein bisschen später angefangen haben, immer so um 12 Uhr rum. Da war dann immer ein bisschen Theorie, ein bisschen besprechen allgemein, über CS reden und dann fing es dann mit Prax an, meistens 4 Stück an einem Tag und dazwischen dann mal eine kurze Essenspause, aber ansonsten haben wir eigentlich die ganze Zeit über nur durchgezogen, so grob gesagt. Sehr gut. Kurze Erinnerung an den Chat nochmal, es gibt ein 2XL Omen-Trikot zu gewinnen von unserem Academy-Team, auch signiert von allen Spielern, das heißt Ausrufezeichen Omen in den Chat nach dem Stream ziehen wir das und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben. Nico, hier auch nochmal eine wichtige Frage. Hast du eigentlich gestern mitgekriegt, dass du deine Oma live on Stream gegrüßt hast? In dem Spiel habe ich es tatsächlich nicht mitbekommen, aber im Nachhinein habe ich dann einen Clip davon zugeschickt bekommen. War ganz witzig. Karim hat halt gesagt, dass ich mal ein bisschen reden soll, weil er hat mich ein bisschen im Test lauter oder leiser stellen wollte. Ich weiß nicht genau, was er machen wollte. Und keine Ahnung, mir ist kein besserer Satz eingefallen. Ich hatte den aus irgendeinem Grund im Kopf. Okay. Und ich grüße gerne meine Oma nochmal. Kannst gern machen. Also ihr könnt beide gern jemanden grüßen, wenn ihr wollt. Jetzt habt ihr die Chance. Nee, ist okay. Ich habe schon jeden gegrüßt. Sehr gut. Dann eine Frage von Aizuka auf Twitter. Es würde mich interessieren, ob und wann und... Wenn ja, inwieweit Pro-Team und Academy-Teams, sei es Spieler, Trainer, Analysten, zusammenarbeiten? Und je nach Antwort wäre es interessant zu wissen, was man da für die Zukunft plant oder verstärkt plant, da tendenziell beide Teams davon profitieren können. Ja, also die Zusammenarbeit zu unserem zum Main-Team ist auf jeden Fall sehr stark. Wie Karim vorhin auch schon gesagt hat, hat zum Beispiel Tapsen auch von sich alleine eine Menge uns unterstützt nach seinem Training oder während sie noch nicht trainiert haben, hat er uns eine Menge, mit uns eine Menge gesprochen, einfach vor allem halt mit Karim, der hat ihm seine Menge im IGL beigebracht, gezeigt, erklärt, was wie er die Sachen angehen kann, was auf jeden Fall Früchte getragen hat, aber auch natürlich mit den anderen Spielern, wenn wir eine Frage hatten, haben er sie sofort beantwortet. Auch Jansen, der hat das auf jeden Fall schon gemacht. Oder aber auch generell andere Spieler, also auch zum Beispiel, ich hatte ein, zwei Fragen an Tizian, diese hat er mir auch sehr schnell beantwortet.
Also ja, die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall gegeben. Auch damals, als Legia noch bei BIG war, hat er auch schon 2-3 Mal sich zusammen mit mir gesetzt. Und falls ich eine Frage hatte zu einem Spot oder generell eine allgemeine Frage über CS, also jeder, der bei BIG ist oder war, ist da sehr zuvorkommend. Sie wollen natürlich auch, dass das Academy-Team, die neuen Spieler, die jungen Spieler vorankommen. Also ja, auf jeden Fall herrscht eine sehr große Zusammenarbeit, worüber uns wir auch sehr freuen können. Sehr gut. Nochmal eine Frage von Instagram, die könnt ihr euch beide beantworten. Vielleicht einmal allgemein, wie viele Stunden schätzt ihr, trainiert ihr als Team zusammen pro Woche und was macht ihr alleine noch? Also außerhalb des Teamtrainings, hatte Max Graf auf Instagram gefragt. Echt eine gute Frage. Ja, also ich fange einfach mal an. Also als Team tun wir so meistens so um die 8 Stunden am Tag trainieren. Wie Matze eben schon gesagt hat, haben wir halt jetzt hier vor allem im Bootcamp so immer meistens gegen 11 Uhr angefangen, dann so 19, 20 Uhr aufgehört. Im Bootcamp spielt man natürlich immer noch ein bisschen mehr, als wenn man jetzt vielleicht online zusammen trainiert. Selbst tut man dann natürlich auch nach dem oder vor dem Practice sich vorbereiten. Also ich zum Beispiel einer, ich mache das sehr gerne morgens. Ich stehe auch insgesamt ein bisschen früher auf als die anderen. Mache dort dann halt meine Vorbereitung, sei es jetzt meine eigene Demo-Reviewen oder einfach Deathmatch spielen oder jegliche andere Art von Vorbereitung. Aimlabs zum Beispiel auch sehr cool, um das Aiming ein bisschen zu trainieren. Die anderen machen das halt dann meistens abends. Ja, ich denke, man kommt so auf, gut wie Nicole eben schon meinte, 40 Stunden pro Woche mit dem Team und dann vielleicht noch so 20 mal 15 mal ein bisschen mehr für sich selber. Und dann egal in welcher Form, ob es jetzt eine Demo ist, Deathmatch oder irgendwas, aber irgendwas, was man für sich macht. Ja, ich denke, das ist so die Zeitrahmen ungefähr. Okay, da habe ich noch eine wichtige Frage hier von Christian Lenz aus Kelsterbach. Der möchte gerne wissen, Marcel, ja. Dein früherer Mentor Alexander Kakafuchi Manchik, heute oder nicht mehr heute Coach von UOL, hatte dich für diverse Castings vorgeschlagen, hatte dich im Blue Jays Academy Bootcamp besucht, als seine Freundin deine Teammanagerin war. Und er hatte uns von Anfang an in den Ohren gelegen, Lenzius, Hype ist krass, der muss beim Academy-Casting mitmachen. Ja. Warum bist du nicht ins Academy-Team vorher schon gekommen? Ich weiß nicht einmal, ich sage nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau, was da so die Umstände waren, aber auf jeden Fall weiß ich, wo ich dann das Casting gespielt habe. War ich noch ein bisschen zu schlecht, einfach würde ich sagen. Beziehungsweise zu jung oder Panik war auf jeden Fall besser als ich. Zu dem Zeitpunkt und bin dann auch verdient nicht reingekommen. War dann auch erstmal okay für mich, aber trotzdem natürlich schade. Aber ja, das war glaube ich so. Du warst nicht, du bist nur ganz knapp, glaube ich, dran vorbei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, irgendwie so war das. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, wie es lief, aber irgendwie so ungefähr. Jetzt bist du da und alles andere zählt nicht. Immer nach vorne schauen und du hast ja trotzdem in der Vergangenheit auch mit deinen Teams, wo du gespielt hast, einige Achtungserfolge erreicht. So viel ich weiß, hast du auch unser Academy-Team in der letzten Season der Meisterschaft geschlagen. Nico guckt schon ganz peinlich auf den Boden. UPS auch, ja. Ja. Passiert, ist nicht so schlimm. Lass uns an der Stelle einen kurzen Cut machen. Ja. Auf jeden Fall danke, dass ihr beide da wart und euch den Fragen auch gestellt habt. Wir sehen uns am Freitag wieder, wenn wir einen geilen Activity Day mit dem Main Team haben. Ja, auf jeden Fall. Denkt dran, vorher ein bisschen Zielwasser trinken. Ich werde auch da sein, denn ich treffe sehr gut offline. Besser als online auf jeden Fall. Und das ist ein guter Zeitpunkt für Phil, mal wieder einen gut produzierten Switch zu machen. Phil, Feuer frei. Danke dir jetzt. Wir bei Air Omen glauben an feine Genussmomente. An unübertrefflichen Komfort und dass Piloten eingefleischte Gamer sein sollten. Sie verfügen nämlich nachweislich über bessere Reflexe und Augen-Hand-Koordination. Und das bedeutet eine angenehmere Reise für sie. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.
Hallo, ich bin nochmal hier. Ich wollte meine Mutter, meinen Vater und meinen Bruder grüßen. Die gucken, glaube ich, gerade zu und haben bestimmt auch fleißig Fragen gestellt. Viel Spaß. Mach's gut, Karim. So, jetzt haben wir hier die Creme de la Creme zum Schluss nochmal sitzen. Sinn und Prosus. Für euch habe ich auch wirklich die absoluten, sagen wir mal, Paradefragen, die man schön spaßig beantworten kann. Aber lasst uns nochmal einen kurzen Rückblick auf die Season machen. Ich meine, David ist schon, ich würde sagen, fast Academy-Urgestein mit einem kurzen Zwischenstopp bei Fnatic Rising, hat es auch geschafft, sich in der ersten Season direkt zu qualifizieren. Elias hat letztes Jahr einige krasse Erfolge mit seinem NLG-Team gehabt, konnte dann auch endlich mal losgeeist werden zu Big. Wie habt ihr so die letzten Wochen aufgefasst? Was hat euch gut gefallen? Und wie sehr habt ihr euch gefreut, dass ihr trotz der Niederlage gestern, und ich habe euch gewarnt auf dem Weg zum Mackie, als wir uns Kaffee geholt haben, nur Kaffee natürlich, wie ist es gelaufen? Ja, guten Abend erstmal. Und ja, ehrlich gesagt, um die Season so ein bisschen Revue passieren zu lassen, es war, wir haben gestartet gegen Navi Junior. Dort haben wir eine Map verloren direkt, die erste Map. Eine richtige Klatsche bekommen mit 16-4. Aber ich fand, nach dem Navi Junior Game, nach der ersten Map, haben wir uns eigentlich stetig über jede Map verbessert, bis jetzt zum letzten Spiel gegen Fnatic Rising. Und wir sind quasi wirklich mit jeder Map gewachsen, bis wir dann im letzten Spiel gegen Fnatic Rising, sag mal, nochmal vor einer neuen Hürde standen. Wir hatten natürlich viel mehr Druck auf den Schultern, weil wir konnten uns das Ticket für Kiev quasi selber buchen. Und es war quasi, ich glaube, eine neue Situation für uns. Und das war dann wahrscheinlich zu viel für uns. Und, aber ja, ich bin stolz auf jeden Fall. Das waren wirklich geile Wochen hier in Berlin. Und wir haben quasi, wir sind immer besser geworden. Und ich bin auch zuversichtlich, dass es so weitergeht. Könnte man nicht besser sagen. David, probier's mal. Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall Elias anschließen, dem, was er sagt. Und ich meine, trotzdem war die Freude groß, auch wenn gestern ja ein Flop war. Kann man nicht anders sagen. Und ich meine, wir haben es leider schon auf dem Weg gesagt, gerade das, was wir jetzt nicht wollten. Und haben wir eigentlich ausführlich drüber geredet, ist dann trotzdem passiert. Aber ich meine, man kann es nicht mehr ändern. Das Einzige, was wir jetzt halt machen können, ist halt dadurch unsere Schlüsse ziehen und halt besser werden. Aber trotzdem, von mir zum Beispiel, ich habe mich mega gefreut. Es ist trotzdem eine sehr starke Leistung. Wir haben mehrere Wochen trainiert, sage ich mal, jetzt nicht zu lange. Wir hatten auch eine gewisse Zeit bis zum ersten Match, aber wir haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht und es ist wirklich ein sehr insaner Progress, wo auch schon die anderen gesagt hatten, danke dann auch mal an Tapsen und so weiter und so fort. Das Main-Team generell, die Jungs auch, die hier sind, die uns unterstützen an das Ganze, an den ganzen Staff und so weiter, und die haben uns halt auch einfach sehr stark geholfen. Ohne die wären wir auch nicht so weit gekommen, und es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man weiß, ey, was man macht, das hat eine Zukunft, das hat Progress, man arbeitet fleißig, und im Endeffekt haben wir dann auch die Resultate gemacht und auch gegen sehr gute Teams gewonnen und es auch gut präsentiert, würde ich mal sagen. Aber im Endeffekt, wir freuen uns sehr und wir werden auf jeden Fall auf der LAN nochmal eine Schippe drauflegen und dieses Mal das Ding nach Hause holen. Ihr habt ja jetzt auch natürlich den Vorteil, als Erster in der Gruppe müsst ihr die Play-In-Phase bzw. diese Quali-Phase für die letzten beiden Slots nicht spielen. Ihr könnt euch die Gegner anschauen, die kommen. Ihr könnt noch an ein paar Schwächen arbeiten. Man darf auch mal eins nicht vergessen. Ihr seid kurz vor Ende Dezember zusammengekommen als Team, habt seitdem abartig durchgekellert. Dafür auch ganz großer Respekt von mir und von allen bei Big. Danke. Also ich meine, ich habe es auch ein paar Tage gesehen. Der Rest vor Ort hat gesehen, dass ihr die ganze Zeit aktiv wart. Ihr habt als Team ein unheimlich positives Auftreten gehabt in all den Sachen, die ihr gemacht habt. Ihr habt zusammen gegessen, ihr habt euch zusammen bewegt. Das sind schon sehr, sehr gute Ansätze, und man darf auch die andere Sache nicht vergessen, die Teams in eurer Gruppe. Ich würde fast sagen, es war so eine Art Todesgruppe gewesen. Ich weiß nicht, was sich Navi bei dem Draft gedacht hat, und ja, am Ende haben sie die Quittung dafür gekriegt. Ja. Ich meine, Young Ninjas, für mich persönlich immer noch so mit eines der stärksten Teams. Die haben zwei Spieler, die haben im Main-Team auf Top-Events gespielt. Dann Füser hatte jetzt ausgeholfen, als Device ausgefallen ist. Navi hat mit Hattrick einen unheimlich krassen Spieler. Fnatic Rising, gleiche Aufstellung wie letztes Jahr. Und Astralis hat sich auch mit Fessor nochmal deutlich verstärkt im Vergleich zu vorher. Das ist keine Laufkundschaft, und deswegen ist das auf jeden Fall ein überragender Erfolg, den ihr euch da arbeitet. Auf jeden Fall, Mann. Also man muss schon mal gucken, jetzt hier so ein Young Ninjas, also auf dem Papier sind das schon sehr starke Spieler, und wir haben es halt geschafft, auch wenn es knappe Matches waren, auch wenn sie am Ende ein bisschen zu knapp lassen haben, haben wir dann im Endeffekt trotzdem 2-0 gewonnen. Und da ist es wirklich eine Leistung, wo ich auch sehr stolz auf die Jungs bin und wirklich, wirklich glücklich darüber auch bin. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gut.
Sehr, sehr gut ist auf jeden Fall auch die hoffentlich nicht ernst gemeinte Frage von Sünger auf Twitter. Warum siehst du aus wie 25, David? Weiß ich jetzt nicht. Also ich, du musst dir nicht beantworten, wenn du nicht willst. Ja, alles gut. Ich sag einfach, also ich habe jetzt, ich kann dazu auch jetzt nichts groß sagen. Wenn er denkt, dass ich aussehe wie 25, okay. Ich weiß es jetzt nicht, aber ja, ich kann dazu halt nicht sagen, was soll also ich dazu sagen. Also im Chat wird gesagt, das sind die Brosus-Macher-Gene. Das würde ich einfach so stehen lassen. Lassen wir einfach mal so stehen, ja. Sehr gut. Und dann wechseln wir direkt mal rüber zu Elias. Wann gibt es ein Haartutorial von dir, wird auf Instagram gefragt. Ein Haartutorial? Ein Haartutorial. Ich weiß nicht, mal. Also von mir gibt es keins auf jeden Fall, das wisst ihr alle, aber. Ehrlich gesagt, ich dusche mich und dann nehme ich ein Handtuch und mache meine Haare trocken, das war's eigentlich. Dann käme ich ja mal durch, das war's. Ist nicht so special. Müssen wir vielleicht mal Sky fragen. Mein alter Teammate Tom, der hatte den schönsten Mittelscheitel in Deutschland. Okay, gut. Wenn du das so sagst, wird das so sein. Das ist in Ordnung. vielleicht nochmal so zum Abschluss. Kurze Info. Ausrufezeichen oben für ein 2XL signiertes Trikot von unserem Team. Wird dann gleich gezogen. Nochmal vielleicht von euch ein Ausblick auf das, was als nächstes kommt. Wir haben Meisterschaft anstehen. Wir haben nochmal 1-2 Turniere, wo wir jetzt den Namen nicht sagen können, aber die auf jeden Fall durchaus interessant sind. Auf was legt ihr so euren Fokus in den nächsten beiden Wochen? Also auf jeden Fall, die Meisterschaft steht an, wie du schon gesagt hast. Ich habe richtig Bock. Die deutschen Ligen, die deutschen Teams haben sich alle neu formiert. Es sind einige echt gute Teams dabei auf jeden Fall dieses Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall, gegen alle zu zocken. Es wird, glaube ich, eine spannende Season und eine gute Gruppe. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf so, wie das Sprout-Team spielen wird, wie das Kovana-Team spielen wird. Und ich freue mich da natürlich auch darauf, diese Teams zu besiegen. Und ansonsten, ESL-Meisterschaft steht an, wie ich schon gesagt habe. Dann ESL Advanced wird auch cool. Und ja, man nimmt halt alle möglichen HLTV-Cups mit und quasi so viel Official-Erfahrung und Spielpraxis zusammen, bis es dann halt auch endlich auf LAN nach Kiew geht. Da freue ich mich wirklich am meisten drauf. Ja, wahrscheinlich ist das wieder eine der wenigen LANs, die dieses Jahr überhaupt stattfinden. Ein absolutes Premium-Produkt. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich meine, David kennt schon, er war schon zweimal da gewesen. Ich wäre gern da, aber wahrscheinlich bin ich in Katowice. Deswegen sind vor Ort wieder Finn und auch unser CEO mit dabei, der sich um euch kümmert. Und natürlich die Freundin von seinem CEO, die auch entsprechende Wurzeln hat und uns bei der Kommunikation dort helfen kann, was sehr, sehr hilfreich ist. David, was erwartest du im Vergleich zu deinen letzten beiden Academy League Finals, was an Steigerung möglich ist für dich? Ich denke, da ist viel Luft nach oben. Also ich meine, ich habe damals ja mit Fnatic Rising schon die Langen gespielt. Da haben wir dann halt, ich weiß nicht, gegen Low, uns gewonnen. Ja, gegen euch auch gewonnen und sind halt auch Dritter gewonnen im Endeffekt. Und dann halt letzte Season mit Big Academy leider Vierter. Aber ich denke, und ich bin sehr confident, dass wir da auf jeden Fall eine sehr gute Platzierung holen und eventuell wahrscheinlich auch den Pokal holen. Das ist auch unser Ziel. Wir gehen da nicht hin, ey, lass mal ein besseres Placement haben als letztes Mal. Wir wollen das Ding gewinnen und wir trainieren da auch hart hin und das ist einfach unser Ziel. Und genau ist es halt auch unser Ziel, in den deutschen Ligen zu dominieren und nicht nur zu sagen, okay, ey, die sind irgendein Academy-Team so, ja, wieder Big Academy und ja, Talente und bla bla bla. Hier sind viele erfahrene Spieler dabei und wir sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und wir werden das auch zeigen. Wir haben hohe Ziele an uns selber und die wir auch erreichen wollen und das werden wir halt auch auf dem Server dann auch zeigen und darauf arbeiten wir halt hin. Finde ich sehr gut. Ja. Ich würde sagen, Phil darf jetzt mal den Gewinner vom Jersey ziehen. Deswegen hau mal ordentlich rein, Phil. Okay, wir haben einen Gewinner, Zera XM CS Salty. Herzlichen Glückwunsch. Bist du im Chat? Wichtige Frage, hat gewonnen, jawohl. Glückwünsche. Ich werde dich einmal anwhispern und dann darfst du mir bitte deine Adresse schicken. Bisschen schwer auszusprechen, aber verzeiht mir, ich bin alt. Ich bin, glaube ich, ich bin auf jeden Fall älter als die beiden auf der Couch zusammen. Das ist schon krass. Naja, das ist der Lauf des Lebens. Habt ihr noch irgendwelche Fragen im Chat? Ich habe eben noch eine Frage gesehen von Asterix. Gibt es Grenzen, was gespielt werden darf, weil es möglicherweise Conflict of Interest geben könnte mit dem Hauptteam? Kann ich kurz beantworten. Gibt es auf jeden Fall. Du darfst die ganzen IEM, Major, DreamHack-Turniere nicht spielen und wir dürften auch nicht aus der ESEA Advanced aufsteigen.
Ich glaube, wir dürfen auf der SE Advance aussteigen, tatsächlich. Naja, ich habe nochmal nachgefragt. Wir dürfen, glaube ich, nicht. Also, okay, der letzte Stand war, dass wir nicht dürfen, leider. Ja, okay. Ja, okay. Gut, gut. Aber wenn sich ändert, ist auch gut. Ja, Academy Jersey im Shop hoffentlich bald als Antwort. Was hast du noch, David? Du wolltest noch was losschießen. Ich wollte jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Ich wollte einfach nur Danke sagen, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht sich Fragen gestellt habt. Auf jeden Fall mal Glückwünsche an den Gewinner des signierten Jerseys. Vielleicht ist es irgendwann mal viel wert, man weiß es nicht. Sicherheit. Und ja, auf jeden Fall danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Von meiner Seite aus. Hast du noch ein paar letzte Worte, Elias? Klar, auf jeden Fall. Vielleicht die Mutti grüßen oder die Oma grüßen. Ist auf jeden Fall meine Mama, mein Onkel, meine Oma, alle gucken wahrscheinlich zu. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und an euch da draußen auch auf jeden Fall. Ich bin seit 2022 bei Big und so allgemein der ganze Support auf Social Media ist wirklich unfassbar. Man fühlt sich von außen hin, so mit der ganzen Community, die draußen quasi zu Hause vor ihren PCs ist, so fühlt man sich so wohl. Und dann hat man hier in Berlin nochmal, das Jersey fliegt weg, haben wir hier in Berlin nochmal quasi den Support auch vor Ort von der Organisation. Und aktuell geht es mir sehr gut, aktuell wirklich eine sehr nice Zeit und deswegen einfach mal Danke an alle. Und ja, das wäre es auch von mir. Ja, dem ist ansonsten nichts weiter hinzuzufügen von mir auch. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an euch für diese krasse Leistung, die ihr gebracht habt. Bin gespannt, was als nächstes ansteht. Werde auf jeden Fall mit Roman und den anderen die Spiele verfolgen. Nach unserem interessanten Tag am kommenden Freitag geht es für euch auch erstmal nach Hause, wieder ein bisschen Energie tanken. Ich gehe mal davon aus, dass ihr kurz vor der Academy League nochmal ins Bootcamp vielleicht kommt. Das können wir dann schauen, je nachdem, wie ihr Lust habt. Auf jeden Fall. Und ja, danke auf jeden Fall auch an Omen, unseren Partner, der das ganze Team überhaupt so möglich gemacht hat in Form der Unterstützung. Ist auch nicht gerade alltäglich, dass ein Partner auf Nachwuchsarbeit Wert legt und das ist sehr, sehr löblich. Das heißt, danke an alle, die das möglich gemacht haben und auch danke für euren Support an die Jungs, an Big an sich und ich glaube auch, ihr habt gemerkt, dass dem Academy-Team sehr viel geholfen hat, dass ihr die Leute so unterstützt habt und auch nach Niederlagen aufgebaut habt, obwohl ich tatsächlich sogar auf Facebook, das ist auch krass, dass man das noch benutzt, hier eine Drohnachricht bekommen habe, aber den Kollegen habe ich schon hops genommen, keine Bange. Ja, Mittwochabend, ich wünsche euch allen, beziehungsweise Nachmittag, ich wünsche euch allen noch einen sehr, sehr schönen Resttag und dann geht es nächste Woche weiter mit der Meisterschaft, wenn mich nicht alles täuscht, dann auf HLTV nochmal ein Turnier vom Academy-Team und auch unser Main-Team wird nächste Woche spielen. Das heißt 2022, die CS-Action geht los, Academy hat den Anfang gemacht. Schauen wir mal, ob das Main-Team nachziehen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, over and out. Ciao, ciao. Die Bürger dieses großartigen Staates wissen, dass ich niemals vor einem Kampf zurückschrecke. Mein Gegner kritisiert, dass ich schon immer ein Gamer bin. Was er nicht zugeben will, ist, dass Gaming nachweislich die Führungsqualitäten fördert, strategisches Denken und die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Wenn sie mich also nicht da draußen sehen, dann nur, weil ich hier drin bin und hart für sie arbeite. Ich bin Eugene Delacroix Humperdinck Espinosa und ich game nicht für mich, ich game für sie. Transcend Humanity with Omen.